Guten Morgen. Wir drehen einen authentischen Morgengruß. Total authentisch und echt und beschissen ist es gewesen. Ich rutsche noch 2 Millimeter. Ja, der eine Buckel. Entweder liege ich drauf oder sie. So, wir haben jetzt irgendwie versucht, nicht allzu sehr zu frieren, indem wir uns den Quilt teilen und uns lieb haben. Letzteres ist ein echter Vorteil, wenn man zu zweit überleben möchte. Dann sollte man sich auch lieb haben. Austausch von Körperwärme zum sich wirklich warm halten ist extrem praktisch. Weil ich habe es zuerst so versucht mit Rettungsdecke, die hängt da unten auch noch irgendwo. Mit Rettungsdecke allein. Also so eine Rettungsdecke ist für das, was sie wiegt, wirklich enorm praktisch. Das ist sie. Aber Wunder bewirken die Dinger auch nicht. Echt nicht. Vor allem hast du die relativ schnell wieder irgendwo weggestrabbelt und liegst nur halb drunter. Ja, ganz genau. Ich bin einfach ein bisschen auch groß für die Dinger. Also wenn jemand eine kleine Person ist, die da super krass drunter passt unter die Rettungsdecken, dann kann man da sicherlich mehr mitmachen. Ich habe immer die Wahl, entweder habe ich die Füße drunter, dann kriege ich den Oberkörper nicht drunter. Und wenn ich den Oberkörper drunter habe, dann habe ich die Füße halt nicht drunter. Und alles so ein bisschen blöde. Und deswegen kann man dann nach 2 Stündchen oder 3 Stündchen festgestellt, dass dankenswerterweise hier Frau bereit ist, mir einen Zipfel vom Quilt abzugeben. Der eine Zipfel hat schon wirklich enorm viel bewirkt und in Kombination mit Austausch von, also Pinguintechnik, ne? Pinguinkolonie, nur dass wir halt keine Kolonie sind, sondern nur 2. Das ist dann auch schon ein wenig hilfreich, ist so rein wärmetechnisch. So. Synchrondrehen sehr hilfreich ist. Genau, Synchrondrehen und der Boden ist hart und der Boden ist uneben und scheiße was. Aber, oh Gott, wir leben noch. Wir haben überlebt. Ja. So. Jetzt gehen wir nach Hause ins Bett. Genau. Und bauen unterwegs noch eine Fischreuse in irgendeinem Bach, in dem es keine Fische gibt. Weil ich glaube, wenn man in einem Bach, in dem es keine Fische gibt, eine Fischreuse baut, dann ist das keine Wilderei. Und so dann, bis wir werden später. Erstmal wach. Ja, und dann versuchen wir aufzustehen. Das könnte auch nochmal heikel werden. Oh ja. Boah, ich fühle mich gerade, als wäre ich selber der Neolithikum-Zombie. So, wir haben unsere Reuse fertig. Der Plan ist jetzt hier mit dieser zusammengenähten Reuse, man kann das hoffentlich sehen, dass wir hier den Flaschendeckel umgekehrt in den Flaschenhals genäht haben. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich Evelyn. Und die Idee ist jetzt, dass man das Ding in Fließrichtung in den Bach hält und dann kommt ein Fisch und schwimmt hier rein, ja, hier durch den Trichter. Und dann sind hier unten in den jeweiligen, wie heißen die? Egal. Bobbele, genau, danke Schatz. Sind Löcher, die dafür da sind, dass der Fisch nicht mehr rauskommt, aber das Wasser durchfließen kann. Ja, weil sonst würde das Wasser ja nicht durchfließen und dann schwimmt da auch kein Fisch rein, wenn die Strömung da nicht reingeht. Soweit die Theorie, ja. In der Praxis muss man das Ganze dann noch mit so einer kleinen Steinkonstruktion irgendwie im Wasser anbringen. Heißt, dass man ein steinisches V am Bachboden anlegt oder am besten halt eben noch ein sehr hohes steiniges V, das den kompletten Bach mehr oder weniger dicht macht.
und der geneigte kleine Fisch, der da entlang des Weges kommt, eben nur hier durch diese Öffnung entsprechend weiter schwimmen kann und dann in unserer Flasche landet. Ja. Aber da das zumindest in der Theorie funktionieren könnte, wäre das natürlich Wilderei, das jetzt hier aufzustellen. Und deswegen werden wir das schon mal kurz im Wasser installieren, nur einfach zum Zeigen. Und wir nehmen aber einen Bach, der garantiert eben gar keine Fische enthält. Und ich denke, damit müsste man so halbwegs auf der sicheren Seite sein. Ob mit dieser Technik schon jemals jemand einen Fisch gefangen hat, kann ich nicht sagen. Das ist halt ein Klassiker aus verschiedenen Survival-Büchern. Und ja, wir dachten, wir probieren es mal aus. So. Und davon mal abgesehen, werden wir jetzt den Rest vom Lager entsprechend abbrechen. Und es ist jetzt 6.31 Uhr. Wir haben jetzt noch ganz gemütlich ein gewisses Aufwachen gespielt und gewartet, dass es wieder einigermaßen warm wird. Und genau. Ja, ich glaube, deswegen habe ich so Angst vor den Zombies, weil in Wahrheit bin ich selber einer. Ja, bei solchen Nächten, man friert halt dann doch irgendwie durch, ne? Der Körper hat sich daran gewöhnt, dass eher Sommertemperaturen herrschen. Daheim im Haus macht man sämtliche Fenster auf, damit man irgendwie so ein bisschen das Gefühl hat, man wäre draußen, und dann ist man draußen, aber halt etwas unzureichend ausgestattet. Und dann wird einem schon kühl. Also so richtig kalt war es jetzt echt nicht, aber es wird einem wirklich unangenehm kühl. Und ja, deswegen renne ich jetzt auch noch in der Jacke rum. Einfach weil, geht noch einen Moment, bis einem dann wieder warm ist. So richtig warm. Dann wird es wahrscheinlich auch zeitnah zu warm, aber fürs Erste ist das halt dann nun mal so. Ja, wie die Nacht war, hatten wir ja schon mehr oder weniger gesagt, die war schon wirklich sehr, 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 sehr beschissen. Ja, also es ist vielleicht wirklich eine der miesesten Nächte, die ich bisher so hatte. Ja, hier ist wieder das Survival Food. Oh, da bewegt sich ja einiges an Survival-Viechern in der Pfütze. Lecker. Frühstück. Ach ja. So, ja, jedenfalls. Wir machen jetzt noch die Fischreuse. Ich hatte jetzt noch überlegt, ob ich mir tatsächlich noch in irgendeiner Form versuche, irgendwo, wo es dann wieder mehr Auswahl hinsichtlich der verfügbaren Hölzer gibt, noch einen Speer zu bauen, einfach um noch ein kleines bisschen authentischer die Jagdgeschichte hinzukriegen. Aber, oh, Frühstück. Besseres Frühstück. Besseres Frühstück. Ja, das mit den Bären ist schon wirklich praktisch. Insbesondere, wenn man kein Bärenhandicap hat. Jedenfalls, das hatte ich überlegt. Aber ganz ehrlich, wie bei jedem meiner sogenannten Survival-Trainings, 24 Stunden, befürchte ich, dass auch diesmal aufstehen, noch in Kleinigkeiten machen und dann gucken, dass man heimkommt, ausreichen muss. Boah, nee, echt. Ich glaube, Frau Schatz sieht das ähnlich. Ich sehe noch nichts. Genau. Ja, ansonsten, die Nacht war ganz schön. Mordsmäßig Mond kam dann irgendwann so gegen halb zwei oder was, kam der Mond über den Horizont und stand dann so sehr, dass er gerade so ein bisschen über dem Horizont war und hat dann halt unter sämtlichen Ästen und Bäumen durchgeschienen, dass es richtig, richtig hell wurde bei uns im Wald. Nicht, dass das jetzt in irgendeiner Form zu irgendwas gut gewesen wäre, aber lustig sah es aus. Und ja, das war schön.
Und ein paar Sterne gab es auch. Das war auch schön. Evelyn sieht die Sterne immer nicht, weil sie zum Schlafen logischerweise die Brille abnimmt und dann sieht sie nichts mehr. Und der Early Bird, den haben wir auch getroffen. Ganz lustiger Vogel mit einem ganz speziellen Ruf. Als alles andere noch still war, ja, und kein einziges anderes Vieh war im Wald unterwegs und über. Ja. Und alles war ruhig und der Early Bird hat schon geschrien. Der hat bestimmt den Wurm gefangen. Kann ich mir nicht anders erklären. Ja, und danach war er auch schon wieder still. Ne? Der hat einmal seine Runde gedreht, noch vor allen anderen sein Zeug erzählt. Das war der Weckervogel irgendwie. Ja, schon irgendwie. Und dann nie wieder was von ihm gehört. Also einzelne Rufe, tschüpp. Und dann nichts mehr. Also ganz komisch. Und dann noch so einen zweiten Zusatzruf hat er noch irgendwie gehabt. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Ich war halt auch noch nicht wach. Ne? So, ja, wir gehen jetzt fischen. Fischen, genau. Und noch mal ein bisschen Wasser auffüllen vielleicht, aber brauchen wir auch nicht viel. So, jetzt muss ich noch was erzählen. also folgendes. Meine Fresse, sind das klasse Qualitäten hier. Guckt mal, Wertholz. Schöne Stämme, also die sind ja wirklich tipptopp. Super gut in Ordnung. Ja. Egal, jedenfalls hat nichts mit Survival zu tun. Aber, was ich jetzt noch erzählen wollte, also eigentlich war ja der Plan mit der Jagdgeschichte, ja, Jagd zu Land zumindest. Das war der Gag, dass wir wirklich in irgendeiner Form einen halbwegs brauchbaren, also zum Beispiel einen werfbaren Speer oder ein Wurfholz, hätte man echt noch herstellen können, egal, ich habe keinen Bock mehr. Ganz ehrlich, einfach keinen Bock mehr. So, und also ein Wurfholz, das ist im Prinzip einfach nur ein Stock, den du schmeißt, der eine gewisse Aerodynamik aufweist, den du dann irgendein Kleinvieh an den Kopf knallst und dann ist das Kleinvieh mindestens mal betäubt. Und dann kannst du es einsammeln und verzehren. Sofort. So roh. Ja. Und lebendig. Mit Haut und Haaren. Nein. Die Sache ist mal die. Das muss man wirklich mal realisieren. Improvisierte Jagdtechniken mit improvisierten Jagdwaffen. Das ist unglaublich schwierig, damit auch nur irgendwas, auch nur ansatzweise nahe zu kommen. Ja? Also, wenn man nicht gelernter Jäger ist und das wirklich auch eine Weile praktiziert, dann hat man selbst mit einem Gewehr, ja, angenommen man hat irgendwo ein Gewehr her, nur wenig Chancen, wirklich was zu erlegen. Ja, da musst du also schon vorher gewisses Grundwissen mindestens besitzen, und damit du überhaupt irgendeine Chance hast, was zu erlegen. Und gerade bei so Sachen mit wie Speere, Pfeil und Bogen und so ein Kram, also alles, was wirklich durch eine Punktion, eine tiefere Wunde die Beute töten soll. Da ist das große Problem, dass gerade bei Kleinviechern, das ist noch das eheste, was man eventuell vielleicht mit improvisierten Waffen noch erlegen kann, die aus ziemlich viel, und da muss man erstmal was anderes treffen, Darm bestehen. Ja? Und bei dem Darmtreffer kannst du das Fleisch hinterher im Regelfall wegschmeißen. Oder wenn du andere lustige Organe triffst, wie eine Gallenblase, sofern die dann sowas haben, kannst du das Fleisch hinterher dann auch entsprechend wegschmeißen. Und deswegen ist es eine dumme Idee, kleine Tiere mit irgendwas erlegen zu wollen, was die durchlöchert, sage ich jetzt mal. Wenn man sie dann hinterher noch nennenswert essen möchte. Beziehungsweise das hängt immer auch so ein bisschen davon ab, welches Tier es ist. Ja, mit Schrot zum Beispiel kann man ja schon Kaninchen und Hasen theoretisch jagen. Aber Schrot dringt auch nicht besonders tief ein, also auch bei denen nicht. Und daher ist die Chance, dass da nicht allzu viel kaputt geht, bei den inneren Organen auch relativ gut. Ja, ist alles kein so besonders appetitliches Thema, aber nochmal, mit einer improvisierten Jagdwaffe hast du eine effiziente Reichweite. Selbst mit einem guten, selbstgebauten Bogen. Effektive Reichweite vielleicht 8 Meter. Ja, mehr würde ich niemals mit einem selbstgebauten Bogen behaupten wollen. Und nachdem, was ich da zu diesem Thema mich mal eingelesen habe, ich selber kann da ja auch nichts in der Hinsicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass es da
viele Leute gäbe, außer halt wirklich irgendwelche Profis, die die ganze Zeit schon mit improvisierten Waffen das wirklich trainieren, mit sowas wirklich mal was zu erlegen, was in Deutschland sowieso übrigens nicht erlaubt ist. Das heißt, man kann das nur trainieren in Form von, man jagt regulär mit den regulären, weitgerechten Techniken der Jagd und übt nebenher dann meinetwegen Bumerangwerfen auf 10 Meter entferntes hasenartiges Ziel, Zielscheibe, was auch immer, meinetwegen auch Speer werfen. Im Übrigen ein Speer, ja, einfach nur ein angespitzter Stock, den kriegst du niemals so zielgenau geschmissen, dass du damit irgendwas triffst. Und davon abgesehen, selbst wenn du das schaffst, dann ist der so lahm im Flug, dass die allermeisten Tiere den bemerken werden. Und tatsächlich, auch wenn die es nicht gewöhnt sind, dass sich irgendwelche Objekte auf sie zubewegen, rennen die einfach per se mal davon. Ja? Wenn irgendwas auf dich zukommt, egal was, das könnte gefährlich sein, dann per se einfach mal wegrennen. So, in dem Moment hast du schon verfehlt. So, und das nächste Problem ist ja, für die effiziente Reichweite solcher improvisierten Jagdwaffen muss man ja auch erstmal auf 8 Metern das Vieh rankommen. Oder von mir aus auch auf 12. Sagen wir selbst, du wärst mit 15 Metern noch treffsicher. Auf 15 Meter an so ein Vieh rankommen und dann auch noch eine Jagdwaffe dabei haben und es kommt nicht zu so einer spontanen Zufallsbegegnung, wo ganz kurz mal das Reh vor einem aus dem Gebüsch aufschreckt, einen kurz anguckt und davon rennt. In den allermeisten Fällen übrigens, wenn das Reh aus dem Gebüsch aufschreckt, dann guckst du dich noch nicht mal großartig kurz an und du hast gar keinen Moment, wo es theoretisch möglich wäre, irgendwas nach dem Reh zu werfen, sondern es rennt einfach sofort weg und dann hast du keine Chance mehr. Da kannst du auch nicht mit dem Speer oder mit dem Messer hinterher rennen und es fangen. Wie man es auch schon gesehen hat. Also, worauf ich hinaus möchte, ist einfach nur, Jagd per se ist schon schwierig. Jagd mit was anderem als einem Hightech-Gewehr ist, wenn man das nicht wirklich ganz, ganz lange übt, quasi unmöglich. Ja? Und es mag sein, dass man zum Beispiel jetzt in einer großen Gruppe, und das war auch der Grund, weshalb wir heute zu zweit sind, weil ich einfach noch ein bisschen zeigen wollte, wie viel effizienter es ist, zu zweit zu sein. Aber wenn man mit einer großen Gruppe tatsächlich irgendwie draußen in der Wildnis überlebt und man stürzt meinetwegen mit dem Flugzeug ab in den Anden und muss seinen toten Kameraden essen. Nein, das ist zwar schon vorgekommen, durchaus. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, wir werden mit irgendeiner großen Gruppe tatsächlich mit dem Flugzeug abgestürzt und hocken jetzt auf einer einsamen Insel, auf der seltsame Dinge passieren und am Ende stellen wir alle fest, dass wir eigentlich schon tot sind. Hoppala, jetzt habe ich Lost gespoilert. Ja, egal, auch das nicht. Aber egal, irgendeine große Gruppe in der Wildnis und will überleben, da hat man genügend Möglichkeiten, tatsächlich Spezialisierungen auszubilden. Angenommen, es sind 25 Leute. Und die Wildnis wäre ein Wald wie der deutsche Wald. Dann sammeln 20 Leute, sammeln und aufbereiten Eicheln, Bucheckern und Kastanien. Im Herbst, zumindest wenn wir gerade Herbst ist. Im Sommer sammeln 20 Leute Beeren. Im Frühling sammeln halt 20 Leute das andere Zeug, was zu diesem Zeitpunkt gerade an pflanzlichem Essbarmaterial vorhanden ist. Und wenn davon wirklich alles gesammelt ist für den Tag, dann kann man noch mal Körbchen flechten, Lagerverschönerungen bauen. Was haben wir denn noch so Schönes gemacht? Pfeifen herstellen für Notsignale. Da kriegt jeder, der auszieht, um irgendwas zu sammeln oder jagen zu gehen oder sonst wie, kriegt eine Pfeife mit für Notsignale. Und. Aber im Wesentlichen sind solche Sachen wie Eicheln sammeln und Eicheln poolen halt die Aufgaben, die tatsächlich anfallen. Und man muss schon eine große Gruppe sein, dass einfach so viele Leute da sind, die das machen können, was am wichtigsten erstmal ist, dass irgendwer übrig bleibt, der sinnlos auf die Jagd gehen kann. Weil der wird ein Jahr oder auch zwei vermutlich mit improvisierten Jagdwaffen, und wenn er vorher nicht Jäger gewesen ist, ein Jahr oder zwei nichts an Beute mitbringen, nichts. Und wenn er dann gut ist und talentiert, dann lernt er irgendwann mal wirklich, wie man da fast was erlegt. Und eines Tages mag er vielleicht wirklich was erlegen. Aber nochmal, das braucht extrem viel Übung und das dauert. Und deswegen kann man das als Survival-Technik für eine kurzfristige Survival-Geschichte völlig vergessen.
in Anbetracht dessen, dass du ja auch gar keine Möglichkeit hast, selbst wenn du jetzt sagst, ich will alles über Survival lernen, was es über Survival zu wissen gibt, ich mach das daheim, ich trainiere, du hast keine Möglichkeit, legal und ethisch, moralisch korrekt, die Jagd mit improvisierten Jagdwaffen zu lernen. Geht nicht, ja, weil nirgendwo, selbst in Amiland, darfst du, glaube ich, mit einem Wurfholz versuchen, einen Hirsch zu erlegen. Also, selbst in Amiland, glaube ich, ist das wahrscheinlich ein bisschen verböhnt. Ja, ich glaube, die Botschaft ist da deutlich, oder Schatz? Ja, Schatz. Okay. Die Zombies schleichen weiter. Gut, dann müssen wir noch wirklich noch unsere Flasche installieren. Ein bisschen ähnlich ist meiner Meinung nach die Sache mit der Fischerei. Es gibt Leute, die behaupten, man kann auch mit wenig Ahnung, mit einer einfachen Schnur, mit einem Haken dran, zumindest in manchen Gewässern, tatsächlich schon einen Fisch fangen. Da ich aber so gar keinen Schimmer habe, wie man angelt, bin ich immer skeptisch, ob einem das als völlig ahnungsloser Laie, der keine Ahnung hat, was man da so als Köder nimmt und so weiter und so fort, wirklich gelingen kann. Aber wobei, ich glaube schon, dass die Schwierigkeit herauszufinden, wie man in nie befischten Gewässern, jetzt in der Wildnis, ne, einen Fisch fängt, jetzt nicht so hoch ist, wie die Schwierigkeit, mit einem Stock einen Hirsch zu erlegen. Natürlich übertrieben, aber trotzdem generell. So, das war es jetzt aber. Jetzt habe ich schon wieder so viel gelabert am Morgen. Ja. Oh, armer Schatz. So. Räusche, Wasser, Fisch. Kurzfassung. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Evelyn ist nicht ganz motiviert. Ich bin müde, ich habe kaum geschlafen. Ja, das ist mir schon klar. Ja. Dann halt so, hier möchten sie irgendwo durchschwimmen. Auf solch schönen Ereignissen wie die romantische Nacht heute. Puh, der Stein war lose. Ja, fußt unsere gesamte Beziehung. Ja. Den hier hochheben, bin ich geschwacht. Ja, ja. Gut, also in der Theorie. So, ja, und in der Praxis müsste man jetzt noch genau und dann genau, und wenn jetzt der Fisch kommt, natürlich gibt es in diesem Bach eben keine, genau, da noch zumachen, danke Schatz, dahin zumache, und dann kommt, ja, schon wieder in Arbeit aus, ja, fertig. Und ja, fertig. Das Wasser kommt gar nicht so hoch wie die Reuse. Aber ja, das ist ja nur simuliert. Und fertig ist die ultimative Survival-Fischfalle. Funktioniert 100%. Naja, für kleine Fischchen kann das wirklich funktionieren. Ja, ich könnte mir schon auch vorstellen, dass das wirklich geht. Gibt halt dann nur so einen kleinen Snack, aber... Spannend wäre halt wirklich zu wissen, ob es schon Leute gibt, die mit dieser Technik wirklich nennenswert Fisch gefangen haben. Würde mich schon interessieren. Aber gut, in anderen Ländern findet man eben PET-Flaschen wirklich überall am Straßenrand. Da kann man das schon relativ schnell improvisieren. Am anderen Ende sitzt ein Fischer, vielleicht können wir den fragen. Ja. Gehst du mal rum? Ich würde... Nein. Okay. Ist zu weit. Ja, aber das ist ja generell so ein Problem. Seit wir Flaschen- und Dosenpfand haben in Deutschland, findest du halt eher selten Flaschen oder eher selten Dosen. Weil Bierdose zum Beispiel oder Cola-Dose oder was auch immer, ist ja auch ein super Kochgefäß. Das wollte ich auch mal irgendwann ausprobieren. Das machen wir vielleicht nächstes Mal. Essen kochen in der Cola-Dose oder sowas. Oder als einzelnes eigenes Projektchen. Gut, das geht natürlich theoretisch auch. Also wenn hier jetzt so ein winziger Fisch, den es nicht gibt in diesem Wasser, runterkommt und will dann da hier diese Stromschnelle hinabspringen. Stromschnelle müsste man hier auffangen. Genau, dann springt er genau in die Flasche und dann haben wir ihn. Ha. Und fluttert das Wasser wieder raus, sprich es gibt Durchzug. Ja. Jetzt müsste das sich nur ungefähr entsprechen. Mhm. Gut. Dann bald die Flasche voll. Man könnte ja theoretisch dann halt einfach noch ein zusätzliches Loch irgendwie reinmachen, aber... Ja, das wäre halt doch eben, das wäre wirklich noch so ein bisschen der Trick bei der Sache, dass eben der Fisch nicht merkt, dass sich in der Flasche das Wasser nennenswert staut. Das heißt, man müsste schon genügend kleine Löchlein reinmachen, dass das nicht ganz so sehr. Wobei, ja, also das ist nur so eine Theorie von mir.
Wer dazu auch eine Theorie hat, darf sie gerne in die Kommentare schreiben. Das könnte genügen. Ich glaube auch. Es muss ja vor allem auch sichergestellt sein, dass immer Wasser drin ist. Ja, stimmt. Stimmt. Da guck, wir sammeln schon. Ja, Mist, jetzt haben wir Dreck im Wasser. Ja gut, aber dann fühlt sich der Fisch auch wie zu Hause. Dreck hat er ja in seinem Bach auch. Na gut. Also, simuliert funktioniert. Simuliert funktioniert. Also wir sind dafür. So. Jo. Dann gehen wir noch ein paar Schritte weiter und dann sagen wir Tschüss, weil wir haben keinen Bock mehr. Tschüss, ich habe keinen Bock mehr. Nein, Schatz, dann, später. Okay. Ja. Heieiei, motiviertes Personal ist auch schwierig zu finden heutzutage. Oh, das sieht gut aus. Und den Müll nehmen wir mit. Haben wir natürlich auch mit sämtlichen anderen Müll so gemacht. Also wir haben 2 Blätter geangelt. Yay! Yeah. Erfolg. Ja gut, die haben bestimmt auch einen gewissen Nährwert. Nicht? Nein. So. So. Wir sagen jetzt gleich Tschüss, aber ich wollte jetzt noch kurz eine kleine Sache loswerden. Aber kurz. Ja, kurz. Also, wenn man zu zweit ist, dann kann der eine im Lager hocken und krasses Zeug craften, während der andere rumrennt und dummes Zeug sucht. Und ja, das haben wir jetzt nicht ganz so sehr zelebriert, wie man es theoretisch hätte machen können. Mein Bein ist jetzt wieder auch besser geworden, auch erstaunlicherweise. Bin ich positiv überrascht. Aber jedenfalls wäre das jetzt noch besser gewesen, dann hätte ich auch noch ein bisschen mehr Action und noch ein bisschen mehr rumlaufen und noch ein bisschen mehr geguckt, ob man nicht noch was Krasses finden kann. Oder hat Spitzwegerich? Ja, das ist okay. Ja, okay, der ist okay. Der darf da stehen. Und jetzt gehen wir nach Hause. Also ich möchte festhalten, ja. Überleben geht gemütlich war es nicht. Also weder die Schlafunterlage noch das Rucksackzeug hier mit so einem Bändele ist wirklich bequem. Ja, es ist ja auch Survival, ne? Total knallhart und nächstes Mal kriechen wir durch den Matsch. Ja, das wäre weniger das Problem. Ja, stimmt. Nicht gut schlafen ist schlimmer. Aber ihr da draußen habt jetzt die schöne Aufgabe zu bewerten, welche Punkte wir erfüllt haben und welche nicht. Und ob unser Survival Training ein voller Erfolg war. Das wäre schön. Da bedanken wir uns schon mal. Und auch fürs Zugucken und wünschen euch eine tolle Woche. Und nächstes Mal lassen wir uns wieder irgendeinen Scheiß einfallen. Und auf Wiedersehen, vor allem ihn. Ja. Ja. Du hast jetzt genug Kamerapräsenz für den Rest des Jahres gehabt wahrscheinlich. Ja, schon für die nächsten 3 Monate. Gut. Alles klar. Also macht's gut und lasst euch nicht betüxen. Mhm. Tschüss. Tschüss.